Bauabschnitt 9. Der steht heute auf dem Programm. Hier sieht man nochmal die Teile, die hier enthalten sind. Und das wird im Großen und Ganzen die Abdeckungen hier für die beiden Hörner werden. Ich sage immer Hörner, also ich weiß gar nicht, ob das wirklich Hörner heißt oder ja, wie man die Bereiche hier beim Falken nennt. Wenn ihr es wisst, schreibt es doch mal hier unten in die Videokommentare rein, dass auch ich ein bisschen schlauer werde, denn so tief bin ich in der Materie dann doch nicht drin. Auf jeden Fall weiß ich, die Abdeckungen, die sind das Ziel dieses Abschnitts und dann lege ich jetzt mal los. Zeitraffer. Soweit, so gut. Abdeckung Nummer 1 ist ja fertig. Die kann gleich verbaut werden, aber vorher schauen wir noch mal drüber, wie es aussieht. Wir haben also viele Platten verbaut und hier diese länglichen Dekoteile, die hier oben reingeklippt wurden in die kleinen Haken. Wir haben ja auch schon die Rahmen gebaut, die hier in die Löcher kommen, wo dann später auch noch... Da kommen keine Inlays, denn wir haben die ja schon. Da wird man die hier dann später durchsehen, durch diese beiden Löcher. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, außer schaut euch mal das Teil hier an. Ja, das ist irgendwie sehr interessant geraten. Ist so eine Art, sieht aus wie eine Videokamera, wo so eine Pinselrolle, so eine Farbrolle drin steckt. Also sehr interessant, welche Teile sie hier verwendet haben, um ja, ein bisschen mehr Abwechslung und Details mit reinzubringen. Also auf der Unterseite sieht das Ganze dann nochmal gewohnt etwas bunter aus. Wir haben grün, gelb, rot und braun und blau ist auch noch ein wenig mit dabei. Und hier sehen wir dann auch die beiden Befestigungen, womit hier dieses Panel hier aufgebracht wird. Und das wird einfach dann hier in dieses rote Teil reingesteckt mit den Technikpinnen. Und ich würde sagen, ich versuche das direkt mal aufzubringen mit einer Hand vor der Kamera. Und wenn ich das geschafft habe, dann dürft ihr alle klatschen in euren Kämmerleins. Dann wäre ich nämlich hier super geschickt. Und oh, sieht gar nicht so schlecht aus. Mal schauen. Etwas randrücken und... nee, ich brauche doch beide Hände. Also, Sekunde. Ja, hier habe ich wieder das gleiche Problem wie schon mal. Ich kriege es echt so nicht ordentlich rein und ich will hier nicht... mit zu viel Druck arbeiten, dass ich hier irgendwas abbreche. Also machen wir es nochmal wie beim letzten Mal. Wir nehmen hier diese Teile nochmal ab und werden die vorher reinstecken in die entsprechenden Befestigungslöcher. Und dann geht das direkt auch viel einfacher, also mit beiden Händen. Und dann packe ich dann das ganze Panel drauf und werde es dann nur noch hier in die Noppen reinstecken. Ich denke, das geht viel einfacher. Jawohl, also mit der Technik geht es wirklich viel einfacher. Erst die Technikpinne reinstecken und dann das andere Teil oben drauf packen. Und so sieht dann das Zwischenergebnis aus. Ja, also schön massiv mittlerweile und macht schon richtig was her. Gefällt mir gut hier mit diesen ganzen kleinen Details, wie das mittlerweile aussieht. Auch dann hier oben geht das weiter durch und hier sehen wir nochmal durch diese Aussparungen und durch die Löcher, wo wir diese ganzen verbauten Details sehen können. Also, einer ist fertig, einer fehlt noch, weiter geht's. Gut, dass ihr das nicht hören konntet, Leute, denn mir ist gerade ein Ei aus der Hose gefallen. Ich bin fertig mit Bauabschnitt Nummer 9 und habe hier noch so zwei Teile liegen. Und tja, wie ich die verbauen wollte, ich zeige es euch mal kurz, wo die hinkommen. Das sind die Teile und die kommen hier an die Seite ran, ja. Und dann hätte ich das also zum Beispiel hier anbringen sollen, das Teil. Aber irgendwie konnte ich die Befestigung ja nicht machen, denn der hält hier nicht auf solchen Studs. Da passt das überhaupt gar nicht drauf. Und dann dachte ich mir, mein Gott, wie hält das denn? Und in der Anleitung kann man schön sehen, dass der hier mit den kleinen Armen hier reingreift in diese Griffe und sich dadurch hält. Tja, und die Griffe sind hier unten. Und auf der anderen Seite hinten, da passt die ganze Sache auch nicht. Heißt also, ich habe es jetzt rausgefunden, im Endeffekt, ich habe die Teile vertauscht. Hier, dieses komplette Seitenteil, ich werde wahnsinnig, muss auf die andere Seite und einmal umgekehrt. Also werde ich das nochmal umbauen müssen und das wird ein Haufen Arbeit. Das finde ich jetzt überhaupt gar nicht witzig, muss mal schauen, wie ich das handeln kann. Vorerst lasse ich es einfach mal liegen. Wir sagen, Bauabschnitt 9 ist erfolgreich geschafft. Und das hier sind die Teile,
die noch übergeblieben sind. Also insgesamt 4 Stück, ein paar Kleinteile für die Ersatzteilkiste. Und abgesehen von den beiden Teilen, die hier liegen, ist unser Falke jetzt schon mal ein gutes Stückchen weiter gewachsen. Wir sehen, die oberen Abdeckungen sind fertig auf beiden Seiten. Einmal hier noch mit etwas rotem Akzent. Wir können die ganzen Verzierungen, die hier tiefer gelegt eingebaut wurden, schön sehen. Haben hier die längeren Stangen mit verbaut. Hier und hier und dasselbe auf der anderen Seite. Und haben hier diese lustigen kleinen Verzierungen, ebenfalls auf beiden Seiten. Tja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen zu dem Bauabschnitt der Falke. Ihr seht ja, er wächst und gedeiht ganz prächtig, auch wenn er hier eine Fehlbildung hat, um die ich mich kümmern muss. Aber naja, kann vorkommen, ist halt ein großes Set. Aber für heute mache ich Feierabend und wir sehen uns dann bei Bauabschnitt Nummer 10 wieder. Alles Gute zum 10. Nicht Geburtstag, sondern Bauabschnitt. Bauabschnitt 10 steht an. Ich habe jetzt gar nicht mal gespickt, was hier vorkommt. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Hier sehen wir die ganzen Teile, die verbaut werden. Und ein besonderes Teil ist mir direkt aufgefallen. Und zwar ist das hier diese Kuppel. Und da hat Leppin ganz, ganz tolle Arbeit geleistet. Extra für den ja etwas abgefragten Millennium Falcon haben sie das Teil schon verschrammelt und in einer Used-Optik geliefert. Klasse. Naja gut, Spaß beiseite. Transparente Teile, nicht nur Lippin-typisch, sondern China-Lego-typisch, sind ja immer verschrammelt und verkratzt, mal mehr, mal weniger. Und das hier ist mehr als weniger. Aber naja, zum Falken passt das Ganze ja. Also ich bin gespannt. Ich denke, das wird unten dran verbaut, bin mir aber nicht ganz sicher. Legen wir los. In dem Abschnitt hier geht es jetzt definitiv um die Unterseite. Ich zeige euch mal, was ich hier gebaut habe. Ja, so sieht dieses Element hier aus. Einige Technikverbindungen, abgewinkelte Liftarme, ein paar Verzierungen, Platten etc. und so weiter. Und das hier ist dann der Bereich, den man später auch sehen wird. Und das hier wird alles innen verschwinden. Und ein ganz ähnliches Teil ist bereits gebaut worden und auch verbaut worden. Und das ist dieses Teil hier unten. Hier kann man es von innen sehen und hier hinten wurde es dann mit den Technikpinnen dann dort reingesteckt und verbunden. Genau das gleiche hier. Und auf der anderen Seite, da drüben, packen wir jetzt noch das Teil hier dran. Und das war's schon. Passt, wackelt und hat Luft. Ist sicher verbunden. Und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und da haben wir es verbaut, das schön verkratzte Glas. Und das hier wird wohl ein Teil des unteren Geschützturmes, glaube ich zumindest. Und ich war hier auf Probleme gefasst, denn ich habe da schon gesehen, dass wir einige Probleme haben. Aber glücklicherweise haben die sich bei mir, na ich sag mal, in Grenzen gehalten. Wobei auch ich stelle hier fest, hier an einigen Stellen kann man es sehen, wenn ich hier die Steine nochmal richtig festdrücke, die lösen sich ja an manchen Stellen immer wieder ab, hier zum Beispiel. Und auch hier kann man das sehen, wenn ich hier nochmal festdrücke, die kommen immer wieder etwas hoch und auch hier an der Stelle. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich sage, das ist ein Riesenproblem, sondern ich denke, ich kann es dennoch so verbauen. Aber hier ist halt irgendwie Spannung drauf auf dem ganzen Teil und ja, so richtig dolle passt das nicht. Und ich glaube, der Hauptverursacher ist dann hier unser Geschützkuppelteil und man sieht ja auch schon, wie auf Spannung das hier drauf sitzt, hier oben zum Beispiel. Hier an den Seiten sieht es viel besser aus und hier hat er wieder Spannung drauf und ist da Press reingedrückt, also hier oben und unten. Und ich denke, da kommt das Ganze dann auch her. Ich schaue mir die Sache jetzt nochmal an, wenn ich es weiter verbaue, ob es da noch Probleme gibt oder ob das so in Ordnung geht. Aber bevor ich das tue, geht es hier noch ein bisschen weiter, ein paar Teilchen, ja, viele sind es wirklich nicht mehr. Ein paar Teilchen habe ich hier noch übrig und die verbauen wir noch flott und dann schauen wir uns das Ganze genau mal an. Jetzt kommt hier das Geschütz. Und nichts ist übrig geblieben, da hat der Leppin-Mitarbeiter mal mit dem Spitzenbleistift hier gerechnet. Alle Teile sind weg und es hat auch kein Teil gefehlt. Wir haben jetzt hier den einen Teil vom Geschützturm und jetzt hier noch das eigentliche
geschützt gebaut. So sieht's aus. Macht einen netten Eindruck. Und das wird jetzt noch hier drauf montiert mit den beiden Technikpinnen. Kommt das hier rein. Und dann, da freue ich mich schon tierisch drauf, muss das ganze Konstrukt hier verbaut werden. Hier können wir sehen, auf der Unterseite. Und ich habe ja schon erwähnt, hier was auf die Unterseite zu packen, umdrehen ist ja nicht mehr. Ist eine schöne kleine Fummelei, da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber naja, wat mut, dat mut. Und dann mache ich jetzt erstmal hier das Geschütz dran. Das ist ja noch ein Kinderspiel. Hier mit den Technikpinnen einmal drüber gehen, drücken, plupp. Und das Geschütz passt, wackelt und hat Luft. Und jetzt wird es noch hier angebaut. Also die Pinne hier jetzt durchzudrücken, um das Teil hier zu befestigen, das ist ja wirklich meine Arbeit für einen, der Vater und Mutter erschlagen hat, geht mega, mega schwer. Ich habe jetzt hier mal die drei reinbekommen und den oberen, aber hier unten, da kann ich drücken wie ein Tier. Irgendwas passt da nicht. Und auf der anderen Seite sieht es noch schlimmer aus. Da habe ich nur die oberen drin und die anderen, ja, da, die passen vorne und hinten irgendwie nicht. Keine Ahnung, wie ich da jetzt auch irgendwas groß rumdrücken soll, aber irgendwie müssen die Pinne hier rein. Aber das ist ein Abschnitt, also da hört der Spaß auf. Ich hoffe, ich kriege die jetzt noch rein. Sowas Störriges. Meine Güte, was eine elende Fummelei. Und hier noch eine kleine Lebensweisheit. Wenn man es ins richtige Loch einsteckt, macht es mehr Spaß und funktioniert. Könnt ihr euch jetzt so ausdenken oder auslegen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall, ich war hier eins zu weit drüben, denn ich habe hier rechts und links ein freies gebraucht und naja, es hat eben nicht gepasst. Ich habe die falsch rum reingesteckt, deswegen ging es auch so schwer. Und ich zeige euch mal von der Unterseite, wie das jetzt aussieht. Da sehen wir hier unser eigentliches Geschütz. Ist jetzt hier alles schön passend angebracht und kann auch immer noch bewegt werden. Allerdings ist hier bei meinem Versuch, das alles fälschlicherweise dran zu fummeln, alles Mögliche hier unten abgefallen. Und ich sag's euch, eine Hölle, das wieder dran zu bauen. Dann hat sich auch hier vorne der Bereich immer wieder gelöst, wo so diese Rampe hier nach oben zugeht. Ja, mein Gott, also das war eine taffe Nummer. Wir haben momentan so knapp 30 Grad. Ich bin geschwitzt wie sonst was. Kann jetzt erstmal duschen gehen und erkläre Bauabschnitt Nummer 10 damit für beendet. Das war der mit Abstand schwierigste von der Montage des gebauten Teiles. Ansonsten macht es natürlich immer noch Spaß, aber ich mache jetzt Feierabend und gehe duschen und dann geht es weiter mit Bauabschnitt Nummer 11. Der war eine harte Nuss.